Servus, liebe Leute, und willkommen zu mehr Total Warhammer 2 Online Action. Blanco hier, und wir schauen uns eine Schlacht zwischen den Rattenleuten und den Zwergen an. Also das ultimative Grudge Match. Also entweder Skaven oder Orks sind ja die beiden Erzfeinde der Zwerge. Und ich würde sagen, wir laben gar nicht lang rum, sondern schauen uns gleich mal die Builds an. Wir haben hier eine Frontlinie dabei, bestehend aus 4 Einheiten Schleuderern der Skaven-Sklaven, die einfach das Feuer meines Gegners auf sich ziehen sollen, weil die als erstes bei ihm hier ankommen werden. Die stehen in der ersten Reihe und auf ihn schießen, und somit wird er sich hoffentlich von denen bedroht fühlen und sein ganzes Feuer auf die lenken. Einer von denen kostet 200 Gold. Heißt, kann er gerne vernichten, habe ich kein Problem damit. Er soll nur nicht auf meine Flanken schießen, nämlich da befindet sich meine Tötungskraft. Die soll alles von den Flanken herkommen, nämlich die Kombi Todesläufer und Seuchenmönche. Kennt ihr ja vielleicht, das ist eine ziemlich gute Synergie bei den beiden, weil die Seuchenmönche ja ziemlich krassen Schaden machen. Allerdings mit relativ wenig Rüstungsdurchdringung, nur 8. Aber diese Todesläufer hier haben diesen Effekt, dass sie die Rüstung des Gegners um 50% reduzieren. Heißt, wenn ihr mit den beiden Einheiten hier gleichzeitig in Kontakt mit irgendeiner feindlichen Einheit seid, dann ist das eine relativ gute Synergie. Die reduzieren die Rüstung und die hauen dann den Schaden durch. Genauso das gleiche hier drüben auf der anderen Seite. Wir haben hier noch zwei Assassinen. Lord Skrolk und eine Einheit Rattenoger. Und hier hinter den Sklaven in der Mitte nochmal zwei Einheiten Clanratten. Die sind einfach eine gute Futtereinheit. Mit Schilden, die haben eine Nahkampfabwehr von 30, das ist okay. 120 Ratten im Regiment. Also die halten eine Zeit lang, die. Das sollen sie auch hier machen. Die sollen einfach nur halten. Das ist einfach so eine mittelmäßige gute Einheit. Kosteneffektiv. Und dann an den Flanken noch zwei Einheiten Todesräder. Und unser Gegner hat dabei eine ziemlich große Armee für die Zwerge. Er hat eine Frontlinie aus Zwergenkriegern, 3 Stück. Hier nochmal eine an der Seite. Eine Einheit Musketenschützen sowie Armbrustschützen hier in der zweiten Reihe, eine Kanone. Dann hat er hier dahinter nochmal 3 Einheiten Zwergenkrieger mit Zweihandwaffen. Das ist die einzige Einheit, wo ich nicht ganz einverstanden damit bin. Warum man die dabei hat, weiß ich nicht. Vielleicht gegen die Doom Wheels, aber keine Ahnung. Also ich wüsste jetzt nicht, was die bei den Skaven die Flanken oder den Rücken bedrohen kann, was es viel Rüstung hätte. Außer die Doom Wheels, aber die sind halt gut gegen Infanterie. Also ich weiß nicht, warum man die hier dabei hat. Ein paar Langbärte, eine Einheit Slayer, 2 Einheiten Miners hier hinten. Und er hat Eisendrachen dabei, die mit den Flammenwerfern, Runenschmied und den Thorgrim. Und er macht das jetzt hier gleich sehr geschickt. Er zieht sich hier neben diesem Felsen und schützt damit seine Fernkämpfer sowie seine Kanone. Und ermöglicht, also blockiert hier schon mal die eine Seite. Flankenmanöver. Wir nutzen das allerdings hier auch aus, diesen Felsen, und fahren mit unserem Todesrad genau hier hin. Dort, wo er uns nicht angreifen kann mit seinen Fernkämpfern. Wir sind hier in der Bresche, mit dem anderen kommen wir hier von der anderen Seite her. Hier sehen wir jetzt, er nimmt den Köder tatsächlich an und schießt auf meine Sklaven. Den Sklaven braucht ihr jetzt nicht irgendwie auf gerüstete Ziele schießen. Die haben, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben fast keine Rüstungssüchtigen Schaden 1, naja, und ansonsten nur 10. Eigentlich war das Ziel, das anvisierte Ziel mit denen waren die Slayer, aber die Slayer sind ja außerhalb der Reichweite. Das Todesrad hier auf der Flanke beginnt schon mal seinen Angriff, und wir beobachten mal nochmal die Truppenbewegungen hier so ein bisschen. Meine Frontlinie war ursprünglich so gestanden, mit den beiden fiesen, mit der fiesen Combo, also auf den beiden Flanken. Da jetzt hier allerdings so ein bisschen der Felsen im Weg war, um hier die Flanke zu nehmen, habe ich das einfach so gemacht, dass ich meine Frontlinie hier so ein bisschen nach drüben verschiebe. Damit habe ich dann meine beiden, die Todeskombo hier auf der Flanke, die beiden Clanratten gucken, dass sie hier so ein bisschen Ärger machen und meinen Gegner ein bisschen flankieren. Und mit der anderen Combo gucke ich, dass ich hier so ein bisschen reinkomme. Die Zwergenkrieger mit 2 Handwaffen sind natürlich optimal geeignet. Super, super Ziel für diese Combo hier. Und ich würde sagen, wir gucken mal weiter, wie es so läuft. Weil die Slayer außerhalb der Reichweite waren, versuche ich so ein bisschen die Armbrustschützen zu fokussieren.
wollte jetzt halt hier mit den beiden Assassinen hier durch die Lücke durchschlüpfen und dann irgendwann angreifen. Hat mein Gegner aber gesehen und wir müssen uns hier zurückziehen. Kommen wir tatsächlich mit unserer Todesbombe rein. Hat ein bisschen Glück. Wir kriegen hier beide Ziele dran. Wenn wir mal gucken, diese Einheit Langbärte hier leidet unter dem Effekt der Tränenklinge und die Einheit Zwergenkrieger hier. Moment. Ebenfalls. Aber vielleicht habt ihr es gerade gesehen. Und die haben nur noch 42 Rüstung und die Langbärte nur noch 50. Ziemlich gute Sache. Und was ich auch Glück hatte, war, dass mein Gegner hier nicht meine Todeskombo hier angegriffen hat mit seinen Flammenwerfern, sondern eben die Clanratten mit Schilden. Das ist wunderbar, genau das will ich. Da hat er ein bisschen Fehler gemacht, da hätte er die hier angreifen sollen, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders ausgegangen. Hier sehen wir nochmal die Macht der Todesräder. Die latschen hier einfach durch, machen was sie wollen. Berge haben jetzt hier keine Tools, um die aufzuhalten, zum Beispiel den Tain oder so mit seinem Schwert der Pein oder dergleichen. Hier auf der Seite können wir jetzt nochmal gucken, wie der Kampf da läuft. Und da sehen wir schon, die Clanwaffen hier, die sind beschworen. Die hatte ich hier hinten auf den Ampelschützen beschworen, deswegen haben die auch noch so viel Munition, weil die ganze Zeit über beschießen konnten, weil sie mit den Clanwaffen beschäftigt waren. Mal gucken, wie die Kombo hier die Zwergenkrieger ausschaltet. Das ist ein Hügel. Die schneiden sich dann, die metzeln sich hier durch die Zwerge wie ein heißes Messer durch Butter. Hinten können wir nochmal die Lande beobachten. Wir schaffen es jetzt hier, so eine kleine Lücke zu nehmen oder eine große Lücke mit den Assassinen hier durchzukommen. Zwei Assassinen machen natürlich einen kurzen Prozess aus Vorgrim. In Kombination mit ihrem Trophäensammler Hurt, der den Token in den Nahkampf abnimmt. Werden wir schon ganz gut zerstört von seinen Fernkämpfern, aber wir können hier immer jeweils so das eine Teammail decken mit dem anderen und die Fernkämpfer beschäftigen, dass das hier noch so ein bisschen die zivilen Einheiten hier verfolgen kann, etc. Da hier bin ich erstmal so ein bisschen außerhalb der Reichweite gefahren von den Musketenschützen, einfach damit das Ding hier nicht stirbt. Hier, das war jetzt, da bin ich richtig erschrocken, als ich gesehen habe, dass er mit seinen Eisenwaffen das Feuer auf meine Eisenmönche eröffnet. Habe ich in dem Moment auch, ehrlich zu sein, gar nicht mehr daran gedacht, dass er die da noch hat. Aber dafür hatten wir eben noch die Rattenoger, die dann bei sowas eben reagieren sollen. Die können ja mit ihrer hohen Masse da durch die Zwergen hier durchbrechen, gegebenenfalls. Und wir kümmern uns hier in einem Zangenmanöver mit den Rattenogern und den Vogelsquad und den Eisenwaffen, die sind 0, nichts weg. Also alles macht hier Rüstungsbedingung oder reduziert die Rüstung, also das ist kein Problem. Auch diese Zwergenkrieger mit zwei Waffen können wir natürlich ausrichten dagegen. Wenn wir mal gucken, wie es Thorgrim mittlerweile geht. Thorgrim ist auf der Flucht, deshalb leiden die Zwerge hier in dem Kampf haben noch alle unter den Verdorren, den ich noch dabei habe. Nur 60 Rüstung, bringt Thorgrim auf 60 Rüstung runter. Ihr seht schon, wie der von den Assassinen-Kombination mit dem Liga Bogonikus niedergemacht wird. Nicht so schön für den Thorgrim, umso schöner für uns. Sein Ruhenschmied ist hinten. Kämpft momentan ein bisschen mit den Todesläufern, die würden sein Ruhenschmied wahrscheinlich auch ziemlich fertig machen. Die Einheit siegt auch momentan und sagt das Spiel einem uns. Und jetzt kommen eigentlich noch die Assassinen hinzu und das schickt den Runenschmied dann auf die Flucht mit seinen kleinen stummligen Zwergenbeinchen. Und nachdem dann die beiden Offiziere tot waren, beziehungsweise geflohen sind, hat sich der Rest der Zwergenarmee dazu entschieden, es ihren Vorbildern gleich zu tun und sich auf die Socken zu machen. Und ja, schöne Schlacht an meinen Gegner. Ich finde eigentlich diese Armee ganz cool. Diese Kombi hier ist ja wahrscheinlich den meisten von euch bekannt. Solche Mönche mit Todesläufern kombinieren. Ziemlich effektiv. Die Todesräder sind immer super gegen fast die meisten Gegner. Also die sind wirklich eine sehr, sehr starke Einheit.
Wisst ihr ja auch alles selber, muss ich euch ja nicht noch extra erzählen. Und Lord Skrolg, ja, habe ich euch gar nicht gezeigt, mit dem habe ich auch noch ein bisschen allein, also als es die Schlacht losgegangen ist, kann man mit Lord Skrolg auch noch seinen Stab der Korruption, oder wie er heißt, nutzen, um diesen AOE-Schadenseffekt in die gegnerische Linie reinzuballern. Also, ich finde, die Skavens gehören zu den stärkeren Fraktionen im Spiel. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, ob ihr das auch so seht. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.